Ein Speicherpunkt. Was bist du hier für einer? Rüstungsschmied. Sehr schön. Rüstungsschmied hört sich immer gut an. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Schreiber. Hast du was? Vogt. Hallo, Vogt. Gott sei mit dir. Ah, nee, lieber noch nicht. Ich muss erstmal meine Questen abschließen. Wo ich hier neue abschließe. Was zur Hölle machst du da? Ja, durchgehen. Schreiber. Beste Grüße. Ich hab ein Buch. Ich hab ein Buch. Das möchte ich loswerden. So, was hast du? Über Mönche. Wenzel? Flöhe und Warzen. Lesebuch, Fertigkeit lesen, kann erreicht der Stufe 10 gelesen werden. Was für eine Stufe habe ich denn? Barks Belagerung, na, Ratai, Aufzeichnung über die Stadt Ratai, Schweigen und täglichen Arbeiten der Menschen, na, ne. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Achtzehn. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Aber fast. Nur fast. Ja, das sollte passen. Hahaha. So, wo ist denn der Rüstungsschmied? Willkommen, Heinrich. Scharlatan. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Hey, Scharlatan. Wer ist der Rüstungsschmied? Okay. Gott schütze dich. Lass uns handeln. So, was hast du denn da alles? Aber ich will verkaufen.
Wie viel hast du denn? Oh, 2k. Es gibt Kohle. Fünfhundertsiebzig. Falschen. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Okay. Wie wär's damit? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Oh, ich bin wieder leichter. Yeah. Ja, ich habe ja durch den Faustkampf habe ich ja Stärke bekommen. Was zum Teufel? So, jetzt brauche ich noch einen Waffenschmied und dann bin ich glücklich. Gott sei mit dir, Heinrich. War mit dir auch. Bist du? Ein Händler. Muss ich auch zu dir hin? Muss ich noch weiter in die Stadt rein? Noch weiter in die Stadt rein. Schenke. Bäcker. Oh, der wird gebaut. Stein. Inventar. Ah, pack den Bogen weg. Gibt nur Ärger. Hallo? Hallo? Hey, was meine Sachen? Heinrich kommt uns besuchen. Was hast du denn? Einunddreißig. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Sind wir uns einig? Willkommen, Heinrich. Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Voll. Hey! Nitter. Knappenschwert. Okay. Dann bauen wir mal weiter in die City.
läuft ein Pferd, doch bin zu arm. Die Sonne mag brennen, sie mag auch scheinen, doch Liebste, du gehst niemals ein. Pass etwas besser auf. Und zum Letzten? Ui, das war heiß. Gütiger Gott, du siehst und? Furchtbar aus. Was? Hat dich jemand angegriffen? Nö. Reparieren? Alles. Falsch. Reden wir über den Preis. Ist gut. In Ordnung. Echt? Krass. Was hast du denn da? Pfeil. Macht der Damage 130? Warenkorb überprüfen. Falschen. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Ist gut. Wie wär's damit? Du bist ein Knauser. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Inventar? Ausrüsten. Pass etwas besser auf. Ey, du hast mich angerebelt. Oh. Weiter geht's. Ich dachte, das wäre ein Badehaus. Ist das nicht? Was? Scheiße, Heinrich! Heinrich, hier! Wo geht der hin? Ignoriert ihr uns? Sind das nicht unsere Leute aus dem Dorf? Du hast entdeckt Unterkunft. Heinrich! Schön, dich zu sehen. Du lebst? Matthäus! Fritz! Ihr lebt! Was hast denn du gedacht? So leicht wirst du uns nicht los.
Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass es euch beiden gut geht. Schon, aber wir kamen gerade so davon. Allerdings, es war schlimm. Fritz rannte wie ein Mädchen. Wirklich? Bockmist! Blöder Witzbold. Erzähl, wie es dir so ergangen ist. Ja, mich haben sie auch ordentlich erwischt. Erst in Ratai habe ich aufgehört, Sterne zu sehen. Aber wie ich sehe, geht's dir nicht schlecht. Was treibst du so? Zurzeit bin ich Herrn Ratzigs Knappe. Ah, du hast dich nach oben gearbeitet. Jo. Und wie geht es euch beiden? Beschissen. Du sagst es. Wir sind immer noch zerfahren und schulden dem Kloster ein Vermögen. Und Arbeit gibt's auch keine. Nur Drecksarbeit für Leute mit einem Grips von einem Besenstiel. Ja, die fleißigsten wart ihr nie. Aber erzählt mir nicht, dass niemand Zimmermänner braucht. Immerhin wird gerade das Kloster umgebaut. Dort will man uns nicht. Warum? Und sonst gibt's hier keine Arbeit. Hey, dir kam nicht zufällig was zu Ohren. Es wäre jetzt gerade wirklich ein Segen. Ich finde etwas für euch. Ich finde was für euch. Verlasst euch drauf. Danke, Heinrich. Wir werden uns erkenntlich zeigen, versprochen. Ein Freund in Not. Spiel gespeichert, endlich. Huh. Wer sonst noch überlebt? Wer außer uns hat noch überlebt? Johanka ist im Kloster untergekommen. Das Mädel hat uns sehr geholfen. Mehr wissen wir nicht. Als wir geflohen sind, haben wir Theresa geholfen, aber wer weiß, wo sie jetzt steckt. Wir wurden getrennt. Ich schulde Theresa mein Leben. Sie brachte mich zur Mühle nach Ratai, als ich bewusstlos war, und pflegte mich gesund. Freut mich, dass sie lebt. Da du sie so gut kennst, könntest du sie ja fragen, ob sie weiß, wo es Arbeit gibt. Was könnt ihr denn? Wo könnte ich Arbeit für euch finden? Überall, wo mit Holz hantiert wird. Schließlich haben wir als Zimmerer in der Mine gearbeitet. Aber den Gebäudebau kannst du vergessen. Nach Skalitz wird keiner so schnell etwas bauen. Außer in Sasau, aber da wollen sie uns nicht. Die besten Chancen hätten wir bei einer Mühle. Essen müssen die Leute immer. Am liebsten wäre es uns, wenn die Arbeit gut bezahlt, aber nicht anstrengend ist. Das ist eine Taverne. Wie geht es dir, Heinrich? Gut. So, weiter geht's. Ab in die Stadt. Oh, falsch. Oder? Absteigen. Schnell einen Reiseort entdeckt. Zum Kloster? Oder ein Schloss? So. Falsch. Hey, die Waffe steckt hier, ist hier verboten. Da muss ich hin.
Dorfbewohner. Steinmetz. Braucht ihr Arbeit? Habt ihr Arbeit? Pass auf, Junge, sonst fällt dir noch was auf den Kopf. Wer bist du denn? Ich suche den, der hier das Sagen hat. Der Baumeister heißt Karel und kommt aus der Stadt. Du wirst ihn leicht erkennen. Er sieht als einziger nicht wie ein Arbeiter aus. Aber wenn du mit dem Klostermeier sprechen willst, der ist wahrscheinlich in seinem Studierzimmer. Die Treppe rauf beim Tor. Hopp, wo ist das Tor? Verdammt! Was? Hey! Ist das dein Ernst? Ach, okay. Oh. Wollt ihr mich alle verkackeiern? Ach da. Wer ist das da? Oh. Großer Helfer. Gehst du? Netz. Du. Okay. Ba-ba-da. Die Tür ist nur fake. Da geht auch nicht rein. Auch nicht. Ach, da ist auch noch eine Tür. Was ist denn?
Baumeister. Ah, ne. Ach. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ich hörte, hier gab es einen Unfall wegen dem minderen Gestein. Ich möchte mich umsehen. Ich kann hier keinen Schnüffler gebrauchen. Aber ich... Geh zum Klostermeier. Er hat hier überall das Sagen. Meistens ist er in seinem Studierzimmer über dem Torhaus. Wenn er dir erlaubt, herumzuschnüffeln, lasse ich dich in Ruhe. Okay. Wachen! Kommt her, rasch! Da drüben ist ein Dieb! Das ist ein Dieb! Wache! Du! Bleib sofort ein stehen! Dieb. Das ist geklaut. Satteltasche. Noch was? Noch was? Noch was? Ja. Hey du! Rühr dich nicht von der Stelle! Oh. Ergib dich! Du hast das Gesetz gebrochen! Oh Mist! Du wurdest beim Stehlen erwischt. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Verflucht. Hier hast du das Geld. Scheiße. Du hast für deine Verbrechen bezahlt. Ich hoffe, du lernst was draus. Und gib mir die gestohlenen Sachen. Ich hab nichts.